Braves Mädchen. Sich einer das hier an. Dieser kleine Trinker kommt hier rein, diskutiert mit den Stammgästen, pisst ihnen eins Bein. Sowas kann ich hier echt nicht brauchen. Ich suche nach Bob, dem Lehrburschen. Ja, hab ihn gesehen. Er sah aus, als müsste er gleich kotzen. Hab ihm gesagt, er soll rausgehen. Er ist dann in die Gasse getorkelt. Hast du Bob gesehen, Kumpel? Was? Bob? Bob ist ein Kumpel von mir. Die Leute, mit denen er gestritten hat, sind direkt nach ihm gegangen.
Kotze. Na super. Kotze. Na super. Kotze. Na super. Ich komm rüber und schneid dir die Kehle durch, wenn du nicht aufhörst. Hey, kann ich nicht in Ruhe pinkeln? Ja, ein Trunkenbold. Ein paar Schläger folgten ihm. Sieht aus, als hätte er seine Uhr kaputt gemacht. Vielleicht hat er auch Hilfe dabei. Was soll denn die Kämpferei, hä? Lass mich mitmachen! Blut oder Bier! Blut. Schlitz ihm den Hals auf, Tim. Ganz langsam. Er hat sich mit den Menschen angelegt, hä? Sie war ein hübsches kleines Gänslein und er ein schicker Gänserich. Aber ach sie... Komm mit, Bob. Du wirst beim Zug gebraucht. Mein Bein ist kaputt. Na, das ist ja entzückend. Komm endlich. Wir sind schon richtig gute Freunde, oder? Sind wir bald da? What is going on? What's going on? Da kommen die Rooks. Sie neues Mixer in London. Du hast nicht mehr lange zu leben. Also entweder hat hier ein ganzes Rudel Ratten hingepisst oder ich riech die Rooks. Die Polizei wird euch nicht helfen. Könnten wir einen Abstecher zum Tower machen? Da war ich schon ewig nicht mehr. Ich arbeite für die Assassinen. Psst, das ist ein Geheimnis. Oder ist doch so, Mr. Fry? Was für eine wilde Fantasie du hast, Bob. Mr. Fry, halt! Das war eine Taverne. Ich gebe Ihnen einen aus, Sir. Halt! Ich könnte jetzt einen vertragen. Sie war ein hübsches kleines Gänslein. Oder, Mr. Fry? Frauen sind dein geringstes Problem. Zu Ende! Und wir gehen was.
Statten wir dem Krankenhaus einen Besuch ab. Sollen wir? Ergib dich! Spaltet ihm den Schädel! Das war's für dich! Gut so, Meat. Wie kommt man fehlen? Das war wirklich ein Abenteuer. Behalten Sie die Straße im Auge, Mann! Fahrt meines Lebens. Behalten Sie die Straße im Auge, Mann! Mr. Fry, ich will nicht ins Krankenhaus. Agnes kann sich auch drum kümmern. Blutet ja wie ein Schwein. Hier, ich nähe das zu. Ich brauche aber was gegen die Schmerzen. Ah, na gut, ich hole meinen Whisky. Haben Sie vielleicht auch Gin? Ein Brief. Für mich?